Wir kommen zur Lesung. Das sind einige Verse aus Sacharja 4, die dann nachher auch für unseren Predigtext wichtig sind, Offenbarung 11. Also Lesung Sacharja 4, 1 bis 6a und dann von 10b bis 14. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er zu mir und sprach, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Und so weiter, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Die stehen natürlich für den Geist, die Ölbäume. Da geht es weiter, Vers 10b. Die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Und er sprach zu mir, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Manche Übersetzungen sagen Gesalbte, wörtlich Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Soweit Sacharja, wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort, auf das wir heute miteinander hören dürfen, für deine Gegenwart, dass du auch mitten in dieser Zeit bei uns bist, uns von allen Seiten umgibst, uns täglich auch vergewisserst, Jesus ist immer noch größer und Jesus behält den Sieg und dass wir in diesem Sieg, den du am Kreuz von Golgatha errungen hast, auch heute schon geborgen sind und sicher an deiner Hand. Und gewiss das Ziel, zu dem du uns berufen hast, auch zu erreichen durch deine Gnade. Und so bewahre du mit uns auch alle, die zu Hause sind, auch alle, die kranken. Wir bitten dich auch ganz besonders für die, die wir schon genannt haben und die schwer angeschlagen sind in diesen Tagen und auch im Krankenhaus, dass du ihnen zur Seite stehst, dass sie ordentlich behandelt werden und auch die alleine zu Hause, dass du sie durch deine Kraft und deinen Geist wieder aufrichtest. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Dürft wieder Platz nehmen und wir kommen zum Predigtext. Wir lesen die ganzen Verse des Kapitels 11, Offenbarung 11, 1 bis 14, werden uns dann aber schwerpunktmäßig heute den ersten 6 zuwenden. Offenbarung 11, 1 bis 14 lesen wir. Und mir, das ist jetzt nicht mehr der Sacharja aus der Lesung, sondern das ist jetzt Johannes. Genau, mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage lang begleitet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden.
Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung, und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden, und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach: Steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt fiel, und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben das ganze Kapitel gelesen, werden es heute aber wesentlich nur bis Vers 6 schaffen. Wir sind mit Offenbarung 11 noch in der Zeit der 6. Posaune. Zur Einordnung, die ist zugleich das 2. von 3 Wehen, sagt uns explizit Vers 14. Und danach folgt nur noch das 3. Wehe mit der 7. Posaune und aus diesem heraus dann die 7 Schalen. Wir müssten mit den 2 Zeugen schon in der 70. Jahrwoche sein. Die Frage ist, ob in der 1. oder 2. Hälfte davon. Als erstes bekommt Johannes ein Rohr. Damit beginnt dieses Kapitel, eine Art Zollstock, um den Tempel zu messen. Und damit fängt das erste Problem der Auslegung schon an, nämlich die Frage, was ist mit dem Tempel gemeint? Der herodianische Tempel kann in Jerusalem kann nicht gemeint sein, denn der wurde rund 25 Jahre vor Abfassung der Offenbarung von den Römern zerstört. Zur Zeit, als Johannes die Offenbarung erhält, gab es also kein Tempelgebäude in Jerusalem, das man hätte messen können. Einige Ausleger, zum Beispiel Fruchtenbaum, denken an den 3. Tempel der Endzeit. Dabei scheint es um ein räumliches Messen nicht wirklich und vor allem zu gehen. Das sehen wir schon allein daran, dass ein solches Messen dann gar nicht mehr berichtet wird. Auch keine Maßangaben, die als Ergebnis dieses Messens herauskämen, anders etwa als in Offenbarung 21,15 ist ja immer bei der Deutung einer Stelle wichtig, nochmal zu sehen, welche Details geben ähnliche Stellen, wo es um ähnliche Vorgänge geht und was wird hier weggelassen. Offenbarung 21,15 folgende, wo es ums Messen des neuen Jerusalem geht, da wird das Ergebnis in Ellen und Stadien angegeben. Oder auch in Hesekiel 14 beim Messen des Hesekiel-Tempels, dem zukünftigen, der dann im tausendjährigen Reich wohl in Jerusalem stehen wird. Da sind auch Maßangaben. Hier aber fehlen die Maßangaben. Und das ist ein Indiz dafür, dass der Tempel Gottes an dieser Stelle zumindest nicht vorrangig räumlich, sondern symbolisch geistlich zu verstehen ist. Wobei das eine das andere nicht ausschließen muss. Der Tempel soll gemessen werden samt dem Altar und vor allem die, um die geht es vorrangig, welche darin anbeten. Es geht also vorrangig um Menschen. Wenn nun aber Menschen gemeint sind, welche sind gemeint? 2. spannende Frage.
Der Tempel Gottes kann sich natürlich auf die Gemeinde Jesu beziehen. Wir, die neutestamentliche Gemeinde, sind Tempel Gottes ohne jeden Zweifel. Die Frage ist, ob das hier gemeint ist. Wenn die Entrückung der Gemeinde zu diesem Zeitpunkt schon stattgefunden hat, was ich sehr hoffe, worum ich täglich bete und wovon ich ausgehe, bis zum Erweis des Gegenteils, dann kann es die Gemeinde aber nicht mehr sein, dann ist die ja hoffentlich schon weg. Deshalb neige ich eher dazu, zusammen mit Adolf Pohl und Adolf Schlatter an dieser Stelle den gläubigen Rest Israels zu sehen. Bestärkt sehe ich diese Vermutung dadurch, dass gerade der Tempel auch im Gesamtzusammenhang des Geschehens der 70. Jahrwoche, in der wir uns befinden, neben seiner geistlichen Bedeutung natürlich recht reale Züge annimmt. Denn da geht es ja dann auch um die Wiederherstellung des Tempels, Aufnahme des Opferdienstes, Gräuel an heiliger Stätte, was alles dann wieder einen räumlichen Tempel, ein Gebäude voraussetzt. Und ein solches Tempelgebäude steht natürlich eindeutig im Zusammenhang mit Israel und Jerusalem und nicht mit der neutestamentlichen Gemeinde. Wobei sich das eine vom anderen eben, wie gesagt, auch nicht ausschließen muss. Ich denke, es gibt eine Verbindung zwischen realer und bildhafter Deutung. Die gläubige Schar, möglicherweise der 144.000 Versiegelten, die zur Zeit des dritten Tempels zumindest teilweise in diesem anbeten. Das scheint mir das Wahrscheinlichste zu sein. Wenn hier das Gebäude mit im Blick ist als Ort der Anbetung, dann spricht das an dieser Stelle meines Erachtens für die erste Hälfte der 70. Jahrwoche, in der der Tempel noch ein Ort wäre, in dem echte Anbetung Gottes möglich ist. Werden wir später nochmal auf den Gedanken kommen. Auf jeden Fall sind die genannten solche, das ist sicher, die auf irgendeine Weise zu Gott gehören und ihm die Ehre geben. Was dann den Vorgang des Messens betrifft, da sind sich wohl alle Ausleger einig. Es geht hier um Wahrnehmung und Sicherung des Bestands, ähnlich der Versiegelung der 144.000. Wenn hier tatsächlich der gläubige Rest Israels gemeint ist, dann haben wir vielleicht eine bildliche Wiederholung dessen, was mit der Versiegelung dieser 144.000 schon in Offenbarung 7 geschehen ist. Aber nochmal wiederholt und betont, bevor Jerusalem, bevor nun das dritte Wehe, siebte Posaune mit den sieben Schalen, losbrechen und Jerusalem mit seinem dritten Tempel zum Schauplatz antichristlicher Machtausübung und Verführung wird, wird nochmal vergewissert, dass der Herr die Seinen sichert und bewahrt. Es geht bei diesem Messen nicht um Größe, sondern um Grenze. Ähnlich, wenn man ein Grundstück vermisst. Dann geht es nicht in erster Linie darum, wie viel Quadratmeter und Ahr, das war irgendwo auch, aber vor allem geht es darum, um die Grenzziehung, dass ich weiß, bis hierher geht mein Grundstück, da wird im Zweifel ein Grenzstein gesetzt und jenseits dieses Maßes beginnt dann das Nachbargrundstück, um Abgrenzung. Das ist hier der Punkt. Gott misst die Schar der Seinen. Er zählt seine Schafe. Mit dem Messen wird nochmal klargestellt, wer zu ihm gehört, wer im Raum seines Schutzes, seiner Gegenwart und Fürsorge lebt und seines Segens. Denn er will und wird sie alle durchbringen. Jeder einzelne seiner Auserwählten ist ihm bekannt, keiner von ihnen geht verloren. Das ist der große Trost dieser Verse vor dem Hereinbrechen dessen, was dann im Weiteren angekündigt wird. Die Seinen werden bis zum letzten Mann durch die große Trübsal gebracht werden. Keiner bleibt auf der Strecke. Und damit knüpft das heutige Wort auch unmittelbar an die Jahreslosung mit an, vom letzten Sonntag. Es geht, allerdings ist die Schar, die hier mitten in der Bedrängnis anbetet, eine kleine. Das zeigt sehr deutlich Vers 2, da haben wir jetzt die klare Abgrenzung, von der wir schon gesprochen haben. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht.
denn er ist den Nationen gegeben. Also auch das ist ein ganz normales Bild. Ich messe das oder lasse vom Vermesser das messen, was mir gehört. Was außerhalb meines Gebiets ist, geht mich nichts mehr an. Ja, das spielt da auch mit eine Rolle. Was außerhalb des Tempels ist, und da gehört in diesem Fall schon der Vorhof dazu, der ist den Nationen gegeben. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Wir sehen, wie nah hier die räumliche und die geistliche Dimension beieinander liegen. Wenn allerdings, gehen wir heute Morgen nochmal durch den Kopf, wenn diese 1260 Tage erst in die zweite Hälfte der großen Drangsal und 70. Jahrwoche fallen würden, dann würde die räumliche Bedeutung vermutlich wegfallen und nicht mehr zutreffen. Denn dann hat der Antichrist auch den Tempel mit dem Allerheiligsten in Besitz genommen und dann kann dort eigentlich keine wirkliche Anbetung Gottes mehr stattfinden. Dann ist das alles verunreinigtes, unheiliges Gebiet geworden, in dem ja der Antichrist den Gräuel der Verwüstung, irgendein Götzenbild, vielleicht mit seinem Gesicht etc. aufgestellt hat. Da werden wir uns vermutlich nächsten Sonntag noch etwas näher damit beschäftigen, was dafür spricht, ob diese 1260 Tage die erste oder die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche betreffen. Im Moment neige ich zur ersten. Der Grundsinn ist an dieser Stelle wieder klar. Ich lese nochmal Vers 2, aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Er ist den Nationen gegeben worden, den Heidenvölkern, und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Der Tempel mit dem Allerheiligsten, das, was wirklich zum Herrn gehört, das wird gemessen, bewahrt, gesichert. Was draußerhalb dieses heiligen Bezirks liegt, wird preisgegeben, ist gegeben, ausgeliefert. Die Gottlosigkeit dringt dabei erschreckend weit vor, eben ein Kennzeichen der antichristlichen Endzeit. Lediglich der Kern kann gesichert werden. Wenn wir es uns real vorstellen, ist das der eigentliche Tempel mit dem Allerheiligsten und noch dazu der innere Vorhof, auf dem der Altar steht. Und die waren dann noch mit allerlei Wirtschaftsgebäuden abgegrenzt und das war der erhöhte Tempelbezirk. Dann geht es zum einzigen Tor hinaus nach Osten, einige Stufen hinunter und dann beginnt bereits der Vorhof, die verschiedenen Vorhöfe. Und all das, was außerhalb des eigentlichen Tempels mit dem inneren Vorhof liegt, das wird nicht mehr mitgemessen, das wird alles preisgegeben, den Heidenvölkern. Passt übrigens, ich erinnere noch mal 1:1 zum Friedensplan von Donald Trump, der ja den Tempelberg freigeben soll zur Anbetung für alle Religionen. Dass alle Religionen der Welt auf dem Tempelberg ihrer weise Überzeugung gemäß ihre Götter anbeten können. Nach Erich Schnebel sind mit dem Vorhof des Tempels die christlichen Einrichtungen, Ordnungen, Kirchen und Missionswerke gemeint. Also wenn die räumliche Deutung weitgehend wegfallen würde, dann gewinnt dieser Aspekt noch mehr Bedeutung, wobei allerdings die Frage ist, ob man mit dem Vorhof wirklich die kirchlichen Werke, ob die nicht mehr schon zum Tempel selber gehören. Er sagt, die haben vorher als Baugerüste gedient, ist eine häufige vertretene Sichtweise. Jetzt am Ende, nachdem die Zeit der Gemeinde vorbei ist, braucht man auch die Baugerüste nicht mehr, denn der Bau der Gemeinde ist dann abgeschlossen. Zeit der Gnade ist vorüber, Hilfsmittel sind überflüssig und diese Baugerüste werden im antichristlichen Ansturm völlig verwüstet. Abwegig ist diese Deutung sicher nicht, sie ist das, was wir seit mindestens 50 Jahren auf breiter Front sehen. Wenn man wehmütig zurückdenkt an die einst großen Werke, ich weiß nicht, wie weit die euch noch was sagen, Basler Mission war noch in meiner Kindheit, in guter Erinnerung, mit Hardenstein, württembergischer Prälat, der dann im Zug des Zweiten Weltkriegs zurückgerufen wurde, der das Werk damals geleitet hat, damals war wirklich geistlich gesegnete Werke. Oder Bethel, gegründet von Friedrich von Bodelschwing, einst ein ganz bibeltreues Werk, aber schon wenige Jahrzehnte später weitgehenden Bach runter, Krishona, Liebenzell, Tabor, an all diese einst guten, bibeltreuen, gesegneten Einrichtungen denken, die Freikirchen mit ihren Ausbildungsstätten, die vielen freien Gemeinde und Werke,
Davon ist im Grunde fast schon alles weitgehend geistlich den Bach runtergegangen. Das wird fast alles schon im großen Stil von den Heiden zertreten. Und vor allem seit Beginn des Corona-Terrors ist die Gemeinde Jesu mehr und mehr zersplittert in immer kleinere Grüppchen. Und in diesen Tagen werden die letzten noch intakten Gemeinden bis auf wenige Ausnahmen geschleift. Alles löst sich auf. Alles wird von den Heiden, der Gottlosigkeit, der Anpassung an den Zeitgeist, der Feigheit und Bequemlichkeit zertreten. Es ist noch nicht ganz vollendet, das ist das Schöne dran, noch kommen Menschen zum Glauben und es sind nicht wenige, es ist nicht die Masse, aber es sind doch erfreulich viele, wie ich immer wieder feststelle. Aber diese Entwicklung ist bis zum Beginn des Jahres 2022 bereits erschreckend vorangeschritten, diese Verwüstung, man meint, sie könnte fast schon abgeschlossen sein. Die klare Botschaft, wer nicht zum Tempel Gottes gehört, zum engsten Bezirk, nicht ganz real zur Gemeinde Jesu, Anteil hat an seinem Leib, sondern nur in die Umgebung, der wird nun keinen Bestand mehr haben. Einer der Ausleger weist darauf hin, dass ja auch das Umfeld normalerweise in 2000 Jahren Gemeinde Anteil hat am Segen der Gemeinde und der Gläubigen. Ich weise darauf hin ja auch immer wieder im familiären Zusammenhang. Da, wo ein gläubiger Hausvater da ist und gläubige Elternteile, da leben die Kinder auch unterm Segen, unterm Einfluss des Heiligen Geistes ein Stück weit mit, auch wenn sie selber noch gar nicht im aktiven Glauben stehen. Wie gesagt, das ersetzt ihren eigenen Glauben nicht, trotzdem leben sie ein Stück weit unter diesem Segensstrom mit. Und das gilt ja auch für unser Volk. Und galt über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg und Jahrhunderte. Man kann das mit einem natürlichen Gewässer vergleichen. Nehmen mal einen See. Von dem Wasser des Sees profitieren nicht nur die Fische, die in diesem Wasser leben, sondern dieser See befeuchtet je nach Beschaffenheit des Bodens auch noch ein gewisses Umfeld. Und Pflanzen und Tiere, die auf diese Feuchtigkeit angewiesen sind, können von seinem Wasser direkt und indirekt mit leben, auch wenn sie nicht im See selbst, sondern einige Meter oder vielleicht sogar Kilometer entfernt davon leben. Denken wir etwa an den Federsee mit Umgebung oder das Wurzacher Ried etc. Da gibt es um den See herum noch größere Feuchtgebiete, die vom Wasser des Sees Tiere und Pflanzen leben. Und so gilt es auch im übertragenen Sinn. Wir erleben das, wird man auch dieser Tage immer wieder deutlich. Wenn ich ins Ausland schaue, auch außereuropäische Ausland, im Blick auf das von seiner Geschichte her eben doch christlich geprägte Europa, vieles, was wir ganz selbstverständlich nehmen und irrtümlich als Erbe des Humanismus, völliger Quatsch, das ist Erbe des christlichen Glaubens und gar nicht selbstverständlich, das fällt uns erst auf, wenn wir in ganz andere Kulturen, die keine christliche Prägung haben, hineinschauen oder keine Tiefe. Etwa wenn wir auf unsere Ethik und unser Rechtssystem schauen bis zum heutigen Tag, da wurde natürlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten leider vieles ganz bewusst systematisch kaputt gemacht und wir haben eigentlich nur noch Trümmer und Reste und Rudimente davon. Aber auch diese Trümmer und Reste und Rudimente sind immer noch einiges, wenn wir zum Vergleich in andere Länder schauen, die diese Prägung nie oder nie so tief hatten. Wenn wir etwa Bereiche anschauen wie Verantwortungsbewusstsein, Rechtsstaatlichkeit, Verlässlichkeit. Klar, wir vergleichen. Wir schauen, wie war es vor 10, 20, 30, 40 Jahren und schauen an, da hatten wir ein solches Level. Und heute ist das Level hart gegen Null abgeschrumpft, zerstört worden. Aber wenn wir dann in andere Länder schauen, wie da Willkür, Tyrannei, Totalitarismus, Bestechung, Korruption, alles drum und dran, herrschen und gang und gäbe an der Tagesordnung sind, dann müssen wir sagen, also wir sind zwar nur noch hier, aber die sind halt da. Ja, also dürfen wir immer noch dankbar sein und staunen. Es geht um diesen Segen, der quasi vom Heiligen auch in die Vorhöfe hinaus strömt. Und wenn wir das auf dieses Tempelgelände übertragen, dann ist das im Kern eben das Tempelgebäude mit dem Allerheiligsten.
zu dem seit dem Kreuzestod Jesu jeder Zugang hat, der Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. Aber darum herum gruppieren sich die verschiedenen Vorhöfe. Da versammeln sich die, die noch nicht wirklich dazugehören. Die haben keinen Zugang zum Allerheiligsten, sie gehören nicht zum Tempel Gottes, leben nicht in der persönlichen Beziehung mit ihm, aber doch leben sie im Vorhof, hören die Lieder und Gesänge und Gebete und werden von der Gegenwart des Heiligen mit gesegnet. Aber jetzt kommt die Zeit, da wird es ganz und gar und ganz brutal darauf ankommen, nicht mehr nur Ja bei Jesus zu sein, das hat auch in der Vergangenheit bis heute nicht gerettet. Aber es hat ein bisschen Segen gebracht, aber nicht gerettet, müssen wir unterscheiden. Aber es kommt die Zeit, da wird auch von diesem Segen in den Vorhöfen kaum mehr etwas ankommen, sondern die sind den Heiden übergeben und dann gilt ganz brutal, knapp vorbei ist ganz daneben, wer nicht zu Jesus gehört, der kommt eben nicht durch diese Zeit. Der gehört zur Schar, die zertreten wird. Wer sich aber Jesus ganz anvertraut hat, der wird von Gott durch die schwersten Versuchungen und Verführungen der letzten Weltperiode hindurch bewahrt. Das also das Messen des Tempels in den Versen 1 und 2 und das Zertreten des Vorhofs durch die Heiden. Vers 3 treten ganz unvermittelt die zwei Zeugen auf, aus dem Nichts. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Da wird der Zeitraum von 3,5 Jahren oder 42 Monaten jetzt mit 1260 Tagen angegeben, denn jetzt handelt der Herr. Wenn der Böse agiert, wird der Zeitraum seines Handelns aus seiner Perspektive mit Monaten, 42 Monate genannt, siehe Vers 2 und Offenbarung 13, Vers 5, was übers Tier heißt, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Wir hatten das schon mal meiner Erinnerung nach in der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie. Der Hintergrund hatte ich, glaube ich, damals schon darauf hingewiesen, wiederholt es noch mal kurz, dürfte sein, die Monate werden ja nach dem Mond berechnet und der Mond regiert die Nacht, die Zeit der Finsternis. Wenn das Böse agiert, die Macht der Finsternis, wird das der Zeitraum in Monaten angegeben. Die Tage dagegen werden von der Sonne regiert, vom Licht. Und wenn Jesus das Licht der Welt eingreift, dann wird der Zeitraum seines Eingreifens und Handels in Tagen genannt. Der Zeitraum bleibt dabei immer derselbe, aber die Perspektive ist eine andere. Bevor wir zum Dienst der zwei Zeugen kommen, der in Vers 3 kurz mit Weissagen benannt wird, sagt uns Gottes Wort, wer diese beiden Zeugen sind. Auch darüber gibt es viele Spekulationen. Häufig wird auf Elia und Mose verwiesen, erstens, weil beide noch nicht gestorben sind. Allerdings starben die hier auch nicht, die werden am Schluss wieder entrückt. Und Elia wurde entrückt, bei Mose allerdings ist schon etwas unklarer, müsste man vielleicht eher noch den Henoch als Entrückten sehen, halte ich aber alles für weit hergeholt. Auch wenn das Feuer in Vers 5 und das Verschließen des Himmels, damit es nicht regnet, unzweifelhaft Nähe zu Elias wirken hat, die Verwandlung des Wassers zu Blut, der Hinweis auf weitere Plagen Nähe zu Mose und den 10 Plagen über Ägypten, aber ich denke, da braucht man nicht den Elia und den Mose, das sind ganz einfach typische Gerichte Gottes. So handelt er zu den Zeiten Elias, Moses, wie eben auch am Ende der Zeit und zwischendurch im Zweifel auch. Auch der Deutung, dass hier der amtierende Hohepriester und König gemeint seien, zur Zeit Zacharias waren das der Hohepriester Jeschua und der Fürst Zerubabel, kann ich nicht folgen. In Zacharia 3 und 4, wovon Jeschua und Zerubabel die Rede ist, findet sich keine Verbindung zwischen diesen beiden zu den Ölbäumen, die bei dem Herrn bereitstehen. Und ich denke, wir sollten da nicht freischwebend spekulieren. Wir sollten vielmehr beim Versuch zu deuten, wer diese Gesalbten sind, dem Hinweis folgen, den Gottes Wort selber eigentlich in sehr großer Klarheit gibt, nämlich den Hinweis auf Zacharia 4, was wir als Lesung gehört haben. Der Prophet Zacharia, ruft uns nochmal in Gedächtnis, sieht einen goldenen Leuchter mit 7 Lampen, das ist ein Gesamtbild, das ist ganz wichtig. Das Ölgefäß, praktisch der Tank,
ist auf dem Leuchter, also in irgendeiner Weise erhöht, mit am Leuchter angebracht. Logischerweise Schwerkraft, damit das Öl, das im Ölgefäß ist, ständig von selber nachfließt, durch goldene Röhren, durch Röhren hinein in die Lampen. Neben diesem Leuchter nun und seinem Ölgefäß steht links und rechts jeweils ein Ölbaum. Und von diesen beiden Ölbäumen, als Ursprung und Quelle des Öls, fließt das Öl durch goldene Röhren in dieses Ölgefäß. Also dieser Leuchter muss, anders als der im Tempel oder in der Stiftshütte, muss dieses Ölgefäß nicht ständig vom Menschen, vom Priester wieder aufgefüllt werden. Das geschieht automatisch durch die Verbindung mit den beiden Ölbäumen, die permanent Öl liefern. Und wir haben ja auch bei Sacharja noch gesehen, es soll nicht durch Heer oder Kraft, durch meinen Geist geschehen. Selbstverständlich steht das Öl immer für die Kraft des Heiligen Geistes, für das Wirken Gottes. Und so sagt uns nun Offenbarung 11, Vers 4 ganz ausdrücklich, dass die zwei Zeugen von Offenbarung 11 die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter sind, die vor dem Herrn stehen. So eindeutig wir im Blick auf die 42 Monate und den Antichristen zum Propheten Daniel Bezüge haben, so eindeutig ist hier der Bezug zu Sacharja 4. Dass in Sacharja von einem in Offenbarung 11 von zwei Leuchtern die Rede ist, stellt kein wirkliches Problem dar, denn es geht um ein ganzheitliches Bild, um den Leuchter, nicht um die Zahl, sondern um den Leuchter an sich, der von den Ölbäumen versorgt wird. Und da sagt uns nun Offenbarung 11, dass dieses ganze Symbol der zwei Ölbäume mit dem Leuchter als Gesamtpaket gewissermaßen für diese beiden Zeugen steht, die im übertragenen Sinn Ölbäume und Leuchter zugleich sind. Zunächst scheinen diese Ölbäume bei Sacharja ja Pflanzen, Olivenbäume zu sein, die Öl liefern als Sinnbild des Heiligen Geistes. Dann aber sehen wir schon in Sacharja 4, Vers 14, dass diese beiden Ölbäume personalisiert werden. Wir lesen dort, die zwei Ölbäume sind die beiden Gesalbten oder wörtlich Söhne des Ölfettes, müsste man es ganz genau sagen. Söhne des Ölfettes, die dem Herrn der ganzen Erde bereitstehen. Diese Formulierung Söhne des Ölfettes verwendet Paulus auch in Römer 11, Vers 17. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen werden, geht es um die Berufung Israels. Und du als Wilder, nämlich wir aus den Heiden, wilder Ölzweig, unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommst an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaums. Da steht wieder genau der gleiche Begriff. Ebenso im Alten Testament Richter 9, Vers 9. Da haben wir so ein Gleichnis, da sagt der Ölbaum, den die übrigen Bäume zum König machen wollen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen. Das heißt, soll ich meine eigentliche Berufung aufgeben? So sehen wir, diese beiden Ölbäume stehen für die Fülle und Kraft des Heiligen Geistes, für die Fettigkeit, das Überfließende, das Überströmende, aus der das ganze geistliche Israel und Gottes Volk lebt. Und da sehen wir eben dann auch, dass diese beiden Ölbäume ganz eindeutig nicht einfach Bäume und Gewächse sind, sondern Personen. Es sind Gesalbte Gottes, von Gott Berufene und in den Dienst Gestellte. Und zwar in einem Ausmaß, dass sie in Sacharja geradezu als Quelle der Salbung und des Lichts erscheinen. Also wenn man das intensiv Sacharja 4 auf sich wirken lässt, man kann die Bedeutung dieser beiden Ölbäume, die dann die Zeugen der Offenbarung sind, gar nicht hoch genug erfassen. Die haben eine ganz große Nähe zum Herrn, zum Heiligen Geist und so weiter selber. Stehen in ihrem Wesen, ihrer Vollmacht ganz nah beim Herrn. Und sie stehen seit jeher am Thron Gottes. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und deshalb scheiden meines Erachtens auch Deutungen auf irgendwelche Menschen vollkommen aus. Die stehen seit jeher am Thron Gottes. Die gehören zum festen Inventar. Das ist ihr eigener Platz eigentlicher. Ihr Dienst auf der Erde ist nur ein kurzes Gastspiel. Und für dieses kurze Gastspiel werden sie für 1260 Tage auf die Erde gesandt. Auch ganz wichtig, sie werden nicht geboren.
Die sind ganz einfach von einem Vers auf den anderen unmittelbar, blitzartig, wie hingebeamt da. Wie sie vom Himmel auf die Erde kommen, wird gar nicht gesagt, sind da. Wie sie von der Erde genommen werden, das wird dann Vers 12 gesagt. Sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke. Und da sehen wir wieder eine ganz große Nähe zu Jesus, erinnert unmittelbar an die Himmelfahrt des Herrn. Und sie wirken in einer geistlichen Vollmacht, die ihrem Wesen als Söhne des Ölfetts, als Quellen überströmender Geisteskraft entspricht. Ihr Auftrag, dem wenden wir uns jetzt zu, wird Vers 3 genannt, Weissagen, Prophezeien. Und damit auch hier wieder nicht inhaltlose Spekulationen über den Dienst dieser zwei Zeugen Raum gewinnen, müssen wir ganz nah bei dem bleiben, was Gottes Wort sagt. Da gehört gerade beim Begriff Weissagen, Prophezeien die Frage dazu, was ist eigentlich der Dienst des Propheten? Man neigt heute ganz stark dazu, den Propheten vor allem als Vorhersager zu sehen. Ist aber biblisch ganz falsch. Das gehört ganz gewiss dazu, ist aber eigentlich erst die dritte Komponente im Dienst des Propheten. Denn wenn wir die Propheten der Bibel anschauen, was haben die ganz genau getan? Die wurden von Gott gesandt, in allererster Linie zu den Verantwortlichen seines Volkes, zu den Königen und Priestern. Und hatten die erstmal auf Missstände hinzuweisen, die hatten denen die Leviten zu lesen. Die hatten denen zu sagen, ihr baut Götzentempel, was weiß ich überall, und verführt das Volk und lenkt es vom Wahren, von der wahren Gottesanbetung etc. ab. Dann war häufig, in der Regel vielleicht, aber nicht immer, der Ruf zur Umkehr damit verbunden. Wird Zeit, dass er euch wieder dem Herrn zuwendet und nicht das ganze Volk auch noch verführt und am Blut des ganzen Volkes mitschuldig werdet, als dir, die ihr Verantwortung tragt. Also wir sehen, was auch Martin Luther betont hat, es gehört zum Dienst der Boten Gottes ganz unmittelbar dazu, auch den Mächtigen und Herrschenden und Unrechtherrschenden, die Leviten zu lesen, ihnen zu sagen, wo sie von ihrem Auftrag abirren. Das ist kein Missbrauch, das ist keine Anmaßung, das ist ureigenster Auftrag der Boten Gottes in dieser Welt. Den Verantwortlichen zu sagen, Leute, was ihr tut, ist nicht recht, das ist nicht in Ordnung, das ist böse, das ist satanisch, lasst's bleiben. Und dann erst als drittes kommt die Gerichtsankündigung und die Vorhersage, wenn ihr aber nicht Buße tut und umkehrt, dann wird der Herr dies und das an euch tun. Wobei wir zum Beispiel bei Propheten Jona sehen, die ersten beiden können unter Umständen komplett wegfallen. Das ist ja das Überraschende bei Jona. Jona hatte eine ganz kurze Botschaft. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Ob der tatsächlich noch mehr gesagt hat, wird uns nicht berichtet. Es kann sein, dass er tatsächlich nur das zu sagen hatte. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Die anderen beiden Aspekte, die viel wichtigeren, waren natürlich implizit drin. Und das haben die Menschen von Ninive sofort begriffen. Die haben begriffen, da kommt der Bote Gottes. Und wenn der Bote Gottes kommt und sagt, in 40 Tagen wird Ninive untergehen, dann deshalb, weil wir dem wahren Gott nicht die Ehre gegeben haben. Und deshalb wird es Zeit, dass wir unser Verhalten und unser Denken ändern. Die haben Buße getan und Ninive ist nicht untergegangen. Wir sehen, die Sünde muss nicht ausdrücklich genannt sein, noch muss der Ruf zur Umkehr explizit erfolgen. Dem Wesen nach ist beides in der bloßen Ankündigung des Gerichts enthalten. Und das Ganze gehört hier zum Weissagen und zum Dienst dieser beiden Zeugen. Das haben die zu tun. Und das bringt auch schon das Sacktuch zum Ausdruck, mit dem die zwei Zeugen gemäß Vers 3 begleitet sind. Es stillt in diesem Zusammenhang immer die Trauer, das Entsetzen über die Gottlosigkeit dar. Da geht einer in Sack und Asche, um seine Fassungslosigkeit über die Vorgänge um ihn herum zum Ausdruck zu bringen. Details ihrer Botschaft sind weiter nicht genannt. Allerdings ist der Grundtenor dieser Botschaft angesichts der Zeit, in der sie wirken, relativ einfach zu erschließen. Wir haben gesagt, sie wirken in jedem Fall in der 70. Jahrwoche.
Der Antichrist ist hier im Prinzip wohl bereits auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hat einen Bund mit den vielen geschlossen, wohl nicht nur mit Israel, ist mir auch beim drüber nachdenken in letzter Zeit immer wieder aufgegangen. Es heißt ja wirklich mit den vielen, wird meist in der Regel auf Israel gedeutet. Ich denke, Israel gehört mit dazu, aber ich denke, es wird ein umfassender Völkerfrieden sein, wirklich mit den vielen, ganz wörtlich. Mit den vielen Völkern, mehr oder weniger ausnahmslos der ganzen Welt, der einen Friedensbund mit Israel und eine Lösung der Nahostfrage, eine Scheinlösung, durchaus mit einbezieht. Was vermutlich nur eine seiner vielen Großtaten sein wird, vielleicht hat er kurz vorher auch dem Corona-Terror ein Ende bereitet und dem Klimaterror und vielen anderen Arten des Terrors, mit denen die globalistischen Unrechtherrschenden die Völker der Welt unterdrücken. Jedenfalls ist er der Held. Er ist der Mann der Stunde, er wird gewissermaßen zu Jesus Christ Superstar. Die Welt liegt ihm zu Füßen. Er tut Zeichen und Wunder, wie sie seit den Tagen Jesu nicht mehr gesehen wurden, werden wir für Kapitel 13 noch mehr davon lesen. Und mitten in diese Situation hinein treten die beiden Zeugen auf und unken. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das vom Rahmen her vorstellen. Die ganze Welt dürfte im Freudentaumel sein. Viel Not behoben, goldenes Zeitalter hat begonnen und jetzt kommen diese elenden Miesmacher und Verschwörungstheoretiker und kritisieren wahrscheinlich vor allem auch den Götzendienst auf dem Tempelplatz. Ich persönlich gehe ja davon aus, dass genauso wie der Friedensplan von Trump es vorgesehen hat, nicht nur der Tempel und mindestens eine Moschee in der Zeit des Antichristen auf dem Tempelberg stehen werden, sondern mindestens noch eine Kirche und unzählige heidnische Heiligtümer. Vermute, dass auch das mit in Vers 2 gemeint ist, dass die heilige Stadt 42 Monate lang von den Heidenvölkern zertreten wird. Der äußere Vorhof ist da den Heidenvölkern wörtlich übergeben. Hiergegen und gegen jede andere Art von Gottlosigkeit und Gotteslästerung, gegen den Massenmörderabtreibung, gegen den schöpfungswidrigen Genderwahn, Transhumanismus und vieles andere, was sich schon entwickelt in diesen Tagen und noch kommen wird in naher Zukunft, werden diese beiden Zeugen unnachgiebig ihre Stimme erheben. Gegen alles, was von den Unrechtherrschenden, den Menschen und Völkern als großer Segen angepriesen wird, werden sie sagen, der völlig falsche Weg. Weg vom Herrn ins Verderben. Dabei ist doch gerade alles so schön. Die Völker der Erde liegen sich in den Armen und auf dem Tempelberg in Jerusalem findet dieser Völkerfriede seinen religiösen Ausdruck, wenn neben Juden, Christen und Muslimen Angehörige aller möglichen Religionen dieser Erde ihre Götter in ihren Heiligtümern auf dem Tempelberg anbeten, singen und tanzen, Friede, Freude, Eierkuchen, Ausgelassenheit, Begeisterung, wohin das Auge reicht. Ich vermute, so ähnlich haben wir es uns vorzustellen. Und dann, vielleicht auf diesem Tempelberg selbst treten nun diese beiden Zeugen auf wie Jesus am Anfang und Ende seines Dienstes, als er mit der Peitsche die Geldwechsler und Kaufleute und Händler verjagt hat. Und sie sagen, alles gottloses Treiben, was hier geschieht, Aufruhr gegen den Höchsten, gegen den allein wahren Gott, und das wird in Bälde Gottes furchtbares Gericht über euch bringen. Und die Reaktion? Nicht etwa Buße und Umkehr. Ich habe damals schon gesagt, bei den 144.000 aus Israel, es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass die einen missionarischen Zeugendienst ausüben würden. Es gibt bei den zwei Zeugen nichts, was auf einen missionarischen Zeugendienst hinweist. Ganz im Gegenteil. Blanker Hass in ultimativer Form schlägt ihnen entgegen. Massive Versuche wird es geben, sie außer Gefecht zu setzen und umzubringen. Davon wird gemäß Vers 5 ihr Wirken ganz wesentlich mitbestimmt sein, dass ihr Umfeld versuchen wird, ihnen Schaden zuzufügen. Wird zweimal betont. Wörtlich heißt es eigentlich, ihnen Unrecht tun, denn sie sind ja im Recht. Sie verkündigen das allein gültige göttliche Recht. Sie sind die einzigen Rechtsvertreter gegen alle Rechtsverdreher und Rechtsbeuger, die sonst die Erde tyrannisieren.
Aber im Weiteren heißt dieses Unrecht tun dann eben auch Schaden zufügen, verderben. Die endzeitlichen satanischen Kräfte dieser Erde versuchen mit geballter Kraft gegen diese beiden Zeugen vorzugehen, sie auszuschalten, um die Ecke zu bringen, aber sie wirken in vollkommener göttlicher Vollmacht. Und solange die 1260 Tage ihres Dienstes nicht um sind, kann keiner ihnen auch nur ein Haar krümmen. Ganz im Gegenteil, jeden Angriff wehren sie in göttlicher Souveränität ab, indem Feuer aus ihrem Mund geht und ihre Feinde tötet. Dachte nochmal bei der Vorbereitung, geht auch ganz in die Nähe zu Jesus selber. Es ist zwar Feuer und nicht das Schwert, aber beides Mal kommt die tödliche Waffe aus dem Mund. Und der Tag des Herrn hat hier zumindest im weiteren Sinn schon begonnen, denn er ist ja wesentlich gekennzeichnet durch das Gericht, das dieser Tag des Herrn über die Gottlosen bringt. Erst ganz am Ende, mit seinem Abschluss, bringt der Tag des Herrn dann Heil für die, die zu ihm gehören. Der wesentliche Teil bringt Gericht über Gottlose. Und das beginnt hier, ganz deutlich. Das wird hier ausgeübt. Und dieses Gericht scheint, gemäß Vers 6, keineswegs nur zur Verteidigung zu dienen, wobei mir beim Lesen vorhin noch auffiel, das Wörtchen muss, ist mir erst bei der Lesung aufgefallen, müsste ich zu Hause nochmal im Griechischen nachlesen. Vers 5, muss er so getötet werden? Wenn da wirklich das griechische Dei stünde, dann wäre es ein göttliches Gebot, das ist zu ihrem Auftrag gehört. Jeden, der sie antasten will, zwingend mit Feuer aus ihrem Mund umzubringen. Gott duldet in dieser Situation kein Antasten seiner Gesandten. Aber nicht nur reine Verteidigung, sondern offensichtlich auch aktives Gericht, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt über die ganz allgemeine Gotteslästerung und Antichristlichkeit der Zeit. Sie haben gemäß Vers 6 Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Da sehen wir, wie sie auch in einer starken Weise autonom handeln. Sie sind mit einer ganz autonomen Vollmacht ausgestattet. Gegen alle Angriffe des Bösen repräsentieren sie die Allmacht Gottes auf Erden. Also wenn man begreifen will, was da passiert, muss man sich wirklich möglichst bildhaft versuchen vorzustellen. Da ist der Tempel und da ist das Treiben der Heidenvölker. Und die Macht des Antichristen ist schon mehr oder weniger auf ihrem Höhepunkt oder kurz davor. Und am Zentrum des absolut Bösen treten sie auf in einer göttlichen Unantastbarkeit und sind durch ihr bloßes Dasein ein ungeheurer Affront gegen diese antichristlichen Mächte. Und dieser Affront steigert sich natürlich diese 1260 Tage lang Tag um Tag, indem man ihnen immer wieder versucht zu Leibe zu rücken und man kann es nicht. Gott offenbart damit die letzte Ohnmacht, die totale Ohnmacht des antichristlich Bösen angesichts seiner Allmacht. Und das geht hier eigentlich ganz entscheidend. Das ist der Dienst dieser beiden Zeugen. Die haben nicht das Evangelium zu bringen. Wir sehen nirgends, dass sie das explizit tun. Sie haben die Allmacht Gottes im Angesicht des Größenwahns und der Machtanmaßung des Bösen zu repräsentieren und zu bezeugen. Das ist der eigentliche Punkt. Aber das bringt natürlich ihre Feinde zur völligen Weißglut. Wir halten fest, der Dienst dieser beiden Zeugen ist im Grunde nur von Feindschaft gekennzeichnet und davon, dass sie aller Feindschaft in der Allmacht Gottes souverän standhalten. Manche Ausleger deuten die zwei Zeugen auf den Dienst der Gemeinde, des Wortes etc., wobei die verfolgte Gemeinde, liebe Geschwister, hat gelitten und geblutet. Sie hatte von Gott weder Auftrag noch Vollmacht, ihre Feinde zu töten oder zu quälen. Diese beiden Propheten aber quälten die auf Erden Wohnenden, Vers 10. Sie töten ihre Feinde, so oft sie nur wollen, Vers 6. Also kann dieser Deutung überhaupt nicht folgen. Wir machen an dieser Stelle heute Schluss, freuen uns an dieser überwältigenden Tatsache,
Mag das Böse auch noch so toben und nehmt das ganz fest in euren Herzen mit nach Hause. Man gerät ja in diesen Tagen eigentlich fast täglich irgendwo an den Rand der Depression, des Verzweifelns, der Mutlosigkeit, wenn man aufs Böse schaut und was es so alles treibt und zermürbt viele. Und dazu gibt uns Gott dieses Wort. Nehmt es mit nach Hause, die Gewissheit, mag dieses Böse auch noch so toben. Wir nehmen es nur am Rande wahr, es ist da, wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber unser Hauptaugenmerk richten wir auf den Herrn, auf seine Allmacht, auf die Gewissheit, dass die, die sich zum Herrn halten und seinen Willen tun, auch wenn sie noch so verfolgt und verhöhnt werden, noch so vereinsamt und extreme Außenseiter in einer satanisch-antichristlichen Gesellschaft sind, liebe Geschwister, wir sind immer an der Seite des Siegers. Wir sind immer in der Hand des Allmächtigen. Nochmal, das ist der Sinn des Messens. Wir gehören, wenn wir zu Jesus gehören, im Bereich dessen, den der Herr für sich ausgemessen und abgegrenzt hat. Meine Schutzzone. Und da wissen wir, es kann uns nicht ein einziges Härchen gekrümmt werden, wenn es der Allmächtige nicht will und zulässt. In dieser Hand, diese Hand mitten in der Welt des ultimativen Bösen zu vergegenwärtigen, ist Aufgabe der zwei Zeugen. Und diese Hand, liebe Geschwister, hält uns auch heute Morgen und in Ewigkeit. Und dass doch jeder wissen möge, dass auch er in dieser Hand ist. Amen. Wir erheben uns nochmal zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, du verharmlost in deinem Wort das Böse in dieser Welt nicht, nein, du hast es uns vorausgesagt und wenn auch vergangene Generationen die Offenbarung gelesen haben, dann haben sie manches Grausen und Zittern bekommen angesichts dessen, was da angekündigt ist und wir, die wir es erleben, wie es Tag um Tag Gestalt gewinnt und immer wüster um sich greift, dann packt uns auch manchmal das Grausen und Zittern. Und wir müssen uns auch wirklich Tag für Tag von dir sagen lassen, dass wir uns eben nicht vom Blick auf dieses Böse bestimmen lassen, sondern es wirklich möglichst nur am Rande, soweit es unbedingt nötig ist, unvermeidbar ist, weil wir uns im täglichen Leben damit auseinandersetzen müssen, aber ihm eben nicht mehr Aufmerksamkeit und Konzentration zuwenden, als absolut zwingend nötig ist. Und stattdessen unsere ganze Konzentration und Aufmerksamkeit auf deine Liebe, auf deine Treue, auf deine Größe, auf deine Allmacht konzentrieren, die du eben in diesen beiden Zeugen repräsentierst und bezeugst. Und das war auch Wissen, so wie diese beiden Zeugen in den 1260 Tagen ihres Dienstes für das Böse völlig unantastbar sind, so sind auch wir in deinen Händen geschützt und geborgen. Und dass wir eigentlich nur das eine vor allem brauchen, dass wir ganz und gar auf dich vertrauen und dann auch in diesem Vertrauen unsere aufgescheuchten Seelen in diesen Tagen Ruhe und Frieden finden in dir. Mag das Böse auch in unserem Lebenshäuslein schütten, wie manche Sturmböe und Windböe auch heute Nacht. Lassen wir uns nicht schrecken, denn wir wissen, in dir haben wir einen festen und sicheren Stand. Und in dieses Gebet schließen wir auch nochmal ganz besonders all diejenigen mit ein, die jetzt in diesen Tagen besonders angefochten sind, sei es durch Krankheit, sei es durch Arbeitsplatzverlust oder Ausbildungsplatzverlust oder Bedrohung desselben und viele andere Ungewissheiten und Bedrängnisse des Bösen. Wir leben in der Hand des Siegers. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.